Hier kommt das Video mit den wichtigsten Tatsachen zu Aminosäuren und Eiweiß. Eiweiße sind riesige Moleküle, deren Einzelbausteine die Aminosäuren sind. Schauen wir uns eine der einfachsten Aminosäuren an, das Glycin. Eine Aminosäure besteht aus einem Molekül, das zwei verschiedene Enden hat, nämlich hier blau dargestellt, die sogenannte Carboxygruppe. Die kann zum Beispiel nachgewiesen werden, weil die Aminosäure Glycin in Wasser aufgelöst das unedle Metall Magnesium zersetzen kann, wie das jede Säure machen kann. Auf der anderen Seite, grün dargestellt, die sogenannte Aminogruppe. Man kann sie nachweisen, wenn man Glycin sehr stark erhitzt, dann riecht es etwa nach verbrannten Haaren oder verbrannten Fleisch. Die Eigenschaften von Glycin sind, dass es ein Feststoff ist, weil es hohe zwischenmolekulare Kräfte gibt durch Wasserstoffbrückenkräfte und dass Glycin wasserlöslich ist, weil das Molekül gleich zwei polare Gruppen besitzt. Glycin ist aber nicht die einzige Aminosäure. Unser Körper benutzt noch etwa 20 weitere Aminosäuren. Eine zum Beispiel ist hier das Alanin, hier im Vergleich zum Glycin. Das Einzige, was sich geändert hat, dass ein Wasserstoffatom, schwarz, durch eine Methylgruppe ersetzt wurde. Was bei allen Aminosäuren, die unser Körper für Eiweiße verwendet, gleich ist, dass die Aminogruppe und die Carboxygruppe durch genau ein Kohlenstoffatom getrennt sind. Wir schauen uns jetzt an, wie unser Körper verschiedene Aminosäuren zu einem Eiweiß zusammenfügt. Erst werden zwei Aminosäuren zusammengefügt, wie hier in dieser Gleichung dargestellt ist. Glycin und Alanin ergeben das Dipeptid GlyAla. Man muss sich genau anschauen, wie die Verbindung entstanden ist und welche Atome bei der Verbindung abgespalten werden. Schon wieder bleibt hier ein Wassermolekül H2O übrig. Genau hinschauen, welche Atome dieses Wassermolekül bilden. Diese Bindung, die entstanden ist, ist sehr charakteristisch für Eiweiße und hat einen extra Namen bekommen, die sogenannte Peptidbindung, hier rot dargestellt. Diese Gruppe aus diesen vier Atomen ist typisch für die Verbindung von Aminosäuren. Nochmal, verbinden sich zwei Aminosäuren, nennt man das entstandene Molekül Dipeptid. Verbinden sich nun nicht zwei Aminosäuren, sondern sehr viele, etwa 100, erhält man eine Kette von Aminosäuren, die stellt dann ein Eiweiß oder Protein dar. Typischerweise verwendet unser Körper ca. 20 verschiedene Aminosäuren und setzt sie zu einer Kette zusammen. Und diese Kette kann dann aus bis zu 100 Aminosäuremolekülen bestehen und dann sprechen wir von Eiweiß bzw. Protein. Wichtig ist noch zu wissen, was schadet dem Eiweiß, denn unser Körper besteht ja aus Eiweiß. Also wie kann man Eiweiß zerstören? Eiweiß verträgt nicht Säuren und Laugen, deswegen Schutzbrille tragen bei Chemieexperimenten. Eiweiß verträgt nicht Alkohol. Darum sollte man diesen Stoff möglichst meiden und nicht trinken. Eiweiß verträgt nicht Schwermetallsalze, die zum Beispiel aus kaputten Kupferrohren von Wasserleitungen kommen können. Und wie wir alle wissen, Eiweiß verträgt nicht Hitze. Wir können uns also nicht in die Pfanne setzen, sonst gehen wir kaputt wie ein Ei. Chemie ist schön, Chemie lernt uns was fürs Leben.